Ja, schönen guten Abend hier aus dem Club Voltaire, mitten in der Altstadt von Tübingen. Ganz komische Situation, kein Publikum hier im Raum. Zum ersten Mal mache ich eine Ansage ohne Menschen vor mir, aber ihr seid ja alle da draußen und deshalb begrüße ich jetzt rund um den Globus alle, die bei uns sind. Hier im Club mussten wir auch vor einigen Wochen natürlich unsere Türen schließen, das Programm einstellen, wie überall. Schuld ist dieses kleine Monster namens Corona. Jetzt hatten wir so mit der Zeit überlegt, ein paar Ideen, wie wir doch uns unserem Publikum wieder zeigen können. Und da ist eine Sache heute zum letzten Mal, eine Ausstellung mit Bildern von Ingrid Swoboda. Diese Reihe nennt sich die kleine Galerie im Club. Die setzen wir fort am Freitag. Kommenden Freitag fängt die nächste Ausstellung an mit Bildern von Anja Ginger. Heute haben wir also Warm Canto, haben wir die meisten wahrscheinlich gelesen, sonst wären sie jetzt nicht auf YouTube. Warm Canto, das sind drei Musikerinnen und Musiker, die jetzt die ganzen letzten Wochen Balkonkonzerte gemacht haben und ihre Nachbarn beglückt haben. Und jetzt hatten wir die Idee, das können wir doch zusammenführen. Wir machen den Balkon dieses Mal einfach viel größer und schicken das rund um die Welt. Deshalb sind sie heute hier bei unserem ersten wirklich Live-Online-Konzert aus dem Club Voltaire. Warm Canto, das sind Claudia Beck, Axel Späth und Wolfgang Lindenfelser. Und mit denen wünsche ich euch jetzt gute Unterhaltung und einen schönen Abend. Noch eine Bemerkung zu diesem Monster, was ich erwähnt habe. Die beste Strategie, dem zu begegnen, das sind zwei Sachen, sage ich jetzt einfach. Einmal sein Immunsystem stärken und zum anderen gute Laune, immer gute Laune. Dazu ist Musik, glaube ich, zu beiden eine gute Technik. Viel Vergnügen. Will you still be sending me a well one time?
Birthday greeting, bottle of wine. When I'd be out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? So. Einen wunderschönen guten Abend auch von uns, Wurm Kanto aus der Tübinger Südstadt. Willkommen all diejenigen aus Thailand, aus Schweden auf dem Segelboot, aus Italien, aus Chile, aus Tübingen, aus Reutlingen, aus Hemmendorf, aus Engen, aus Grafenberg, wo auch immer ihr euch, New Orleans, wo auch immer ihr gerade euch befindet. Schön, dass ihr da seid. Und wie Ralf Wenzel schon vorher gesagt hat, wir verlegen heute unser sonntagabendliches Balkonkonzert in den Club Voltaire. Es war die letzten Wochen voll mit Musik bei uns, trotz Corona. Ich glaube, so viel geübt haben wir schon immer, aber dieses Mal die letzten Wochen noch mehr. Und es war einfach die letzten Wochen am Sonntagabend unser Balkonkonzert. Es war schön, die ganzen Nachbarn zu sehen, zu hören. Und es ist so ein Gefühl, wie eine Gemeinschaft entstanden, trotz Corona. Oder gerade deswegen. Also viel gesehen habe ich ja nicht, aber euch gehört. Und heute könnt ihr uns mal sehen. Das nächste Stück hat auch was mit dem Runterkommen zu tun. Das kann man immer gebrauchen, aber jetzt noch ganz besonders. Slow down, you move too fast. You got to make the morning last just. Kicking down a cobblestone, looking for fun and feeling groovy. Hello lamppost, would you know it? I've come to watch your flowers growing. Angel got no rhymes for me. Da 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 da, feeling groovy. Da 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 da. I've got no deeds to do, no promises to keep. I'm traveling drowsy and ready to sleep. Leather pedals now, pedals on me. Life, I love you. Das nächste Stück. Ich sage nur ganz kurz was. Ich habe den Komponisten und Sängern habe ich in meiner Jugend rauf und runter gehört. Ich glaube, meine Eltern konnten es echt nicht mehr hören. Aber dieses eine Stück, das hört man heute immer noch. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor four, the major left. Baffled King composing, hallelujah.
Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke her throat. She cut your hair, and from her lips she drew hallelujah, 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 vielen Dank, vielen Dank, genau. Es ist mir sehr wichtig, mich beim Club Voltaire zu bedanken, oder es ist uns wichtig, der Club Voltaire ist für die Kulturszene Tübingen eine der ganz wichtigen und auch ganz alten Stationen. Hier gibt es Kleinkunst, hier gibt es Konzerte, hier gibt es Lesungen, Ausstellungen und wie man jetzt gerade sieht, suchen sie immer die Möglichkeit, weiterzuarbeiten, auch wenn die Möglichkeiten sehr eingeschränkt sind. Der Club Voltaire ist ein gemeinnütziger Verein. Er lebt von den Beiträgen der Mitglieder. Er lebt von dem Getränkeumsatz. Der ist heute ein bisschen kleiner. Und er lebt natürlich von hemmungslosen Spenden. Heute weltweit möglich. Club-Voltaire.net ist die Adresse. Ich bin gleich fertig mit Reden. Eins wollte ich noch sagen. Eine der ersten Anfragen, nachdem wir diesen Termin weiterverbreitet haben, war, wo können wir hin spenden? Also, erstens, dieses Konzert kostet nichts. Ja? Wer aber meint, es hat ihm so viel Freude bereitet oder er will das einfach unterstützen, wir haben einen Money Pool eingerichtet. Auf der Seite unter dem Videofenster ist dann ganz klein, wer für dieses Konzert spenden möchte. Also, da
da drückt er dann drauf, dann geht es Richtung PayPal und wem das alles zu kompliziert ist, auf unserer Seite warmcanto.de ist unsere Kontaktadresse Fürststraße 13 Tübingen. Wir kommen in Kontakt. So, ich bin fertig. Also unterstützt den Club Voltaire, unterstützt uns. Wenn da was zusammenkommt, werden wir die Einnahmen teilen. Nicht nur unter uns, sondern auch mit dem Nils Ott hier übrigens an der Technik. Wir sind wahnsinnig froh, dass er das macht. Nils Ott, nicht nur Tontechniker, auch der absolute Spezialist für Streaming, für Online-Technik. Hat er diese Zeit genutzt, sich da kräftig vorzubilden. Und natürlich vielen Dank, lieber Ralf, für die Idee und die Umsetzung. Cheers. Für das nächste Stück sage ich doch noch mal was ganz Kleines an. Der Wolfgang Lindenfelser hier mit dem kleinen Saxophon, der spielt beim nächsten Stück ein Gitarrensolo. Wie? Das werdet ihr gleich hören. She was a working girl. North of England, well. Now she had the big tie-in in the USA. And if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you're making me crazy. I'm loved but I'm lazy, so won't you please come home. Oh honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. Legend of the silver screen. When the thought of meeting you makes me wiggle. Ba-ba-ba, you honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Back to me. Ba-ba-ba, you honey pie, you are making.
Es ist wunderbar, musikalisch und gedanklich kann man unbedenklich reisen, ohne Mundschutz, ohne irgendwelche anderen Maßnahmen. Ganz unbedenklich und auch empfehlenswert ist, wenn man morgens von seinem Liebsten oder seiner Liebsten den Kaffee ans Bett bekommt. Wunderbar. And he lives next door. In the morning when the sun comes up, he brings the coffee and my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love him so. When I'm in trouble and I have no friends, he comes with me until the end. Everybody asks me how I know, I smile at them and they'll me so. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love him so. And if I tell him on the telephone and tell him that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear him knocking on my door. Tell me, baby, everything's alright. That's why I know, yes, I know, hallelujah, I just love him so. Thank you.
the telephone and tell him that I'm all alone. By the time I come from 1 to 4, I hear him knocking on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, he kisses me, he holds me tight, and tell me, baby, everything's alright. That's why I know, yes I know. So hard to bear, you give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Now you've listened to my story, that's the point that I have made. Cheeks were burned to give us fever, be it Fahrenheit or centigrade, they give us fever. When you kiss them, fever, if you live and learn, fever, till you sizzle, what a lovely way to burn, what a lovely way to burn, what a lovely way to burn. Ganz neu in unserem Programm, extra für diese besondere Zeit und für euch, No Fever. Walk away, 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 walk away. That king was whistled from the bone of Cain, with a little drop of poison in the red, red blood. She said, I want to turn around the bend, I want to walk away and start over again. There are things I've done I can't erase. I want to look in the mirror, see another face. Never would I do it again. I want to walk away and start over again. There's a heart's beating on every page. Beginning of it starts at the end, when it's time to walk away and start again. Mm-hmm.
so in every place there's a heart's beating on every page. Beginning of it starts at the end. When it's time to walk away and start out again. Walk away, walk away. Walk away, walk away. Walk away, better stay. Sich gut zu fühlen, ich glaube, das ist immer gut. Aber gerade auch in den letzten Wochen mit diesem Virus, mit diesem Teil da, da einfach die gute Laune zu behalten. Und das ist tatsächlich so, Musik ist einfach wunderbar, um Laune, sich bei Laune zu halten, gell? Ich mach's auch immer fröhlich. Ja. Und in diesem Sinne auch das nächste Stück, Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new day, a new dawn, a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, and you know how I feel. It's a new day, a new dawn, new life for me. Dragonfly out in the sun, you know what I mean. Butterfly all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. It's an old world, new world for me. Es war viel gut, feeling gut. Geht's euch gut? Seid ihr noch da? Nils, Technik, sind wir noch online? Ja. Also feeling gut, wir sind fertig. Das Lied ist also jetzt vorbei. Also ja. Vielleicht spielen wir den Schluss nochmal. Feel so good.
Das nächste Stück dauert, hat mal gedauert, ist ein Gitarrenstück. Hat mal in seiner längsten Form 17 Minuten gedauert. Also Zeit, um sich neue Chips zu holen, den Wein aufzufüllen, die Limo nachzugießen. Wir machen es ein kleines bisschen kürzer. Ein klitzekleines bisschen. Drop it down in the edge of my hand. But I stand up next to a mountain and I drop it down in the edge of my hand. Well, I pick up all the pieces, make an island. Might even raise just a little sound. Claudia Beck am Gesang, noch nur am Gesang. Hold your heart and moving on.
your heart and moving on. Hold your head. Hold your head. Hold your head. Hold your head. Sweet dreams are made of this. When I do disagree, I travel the world over seven seas. Everybody's looking for someone. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused by you. Also irgendwie klatschen da immer die gleichen, Ralf, kann das sein? Das sind immer die gleichen, die da klatschen. Der Zwischenruf, den kenne ich jetzt schon. Trotzdem nett von euch. Vielen Dank. Weiterrufen, weiter klatschen. Ich glaube, so langsam. Es ist unser letztes Stück in dieser Besetzung. Mit dieser Instrumentierung. Ja, so ist es. Muss sein. Muss sein. Es geht nicht anders. Ja. Da-d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 a-
Axel Späth, Wolfgang Lindenfelser. Wolfgang Lindenfelser am kleinen Saxophon. Claudia Beck. Ja, na, bleibt noch kurz da, weil, also, das war jetzt nett, euer Applaus. Wir haben hier auf dem Balkon nicht immer in dieser Besetzung schon, aber es waren ja viele Instrumentalstücke. Ich habe mir den Spaß gemacht, Zeit hatte ich ja auch ein bisschen, alte, harmlose Lieder ein bisschen zu reharmonisieren und zu arrangieren für unsere Besetzung. Und ganz vorne dran natürlich das Folgende, damit wollen wir uns jetzt wirklich verabschieden. Jeder kennt es wahrscheinlich auch inzwischen, alle 7 Strophen oder wie viel es auch immer gibt. Vielen Dank, ich hoffe, ihr hattet Spaß zu Hause. Und während sich die Claudia ihr Sopransaxophon umschnallt. Okay, also, schönen Abend euch. Kommt gut heim. Tschüss. Pause.